Artikelnummer SCP-004 Objektklasse Euklid Sonderverwahrungsverfahren. Bei der Handhabung von SCP-004-2 bis SCP-004-13 ist das ordnungsgemäße Verfahren unerlässlich. Es ist nicht erlaubt, die Artikel aus der Anlage zu entfernen, es sei denn, es passiert unter der Begleitung zweier Mitglieder des Klasse 4 Sicherheitspersonals. Unter keinen Umständen darf irgendeine andere Komponente von SCP-004 durch SCP-004-1 mitgenommen werden. Die möglichen Auswirkungen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt unbekannt und die aktuellen Forschungskosten lassen eine Nachforschung dieser Auswirkungen als impraktikabel erscheinen. Sollte irgendeines der Objekte, welche innerhalb von SCP-004-1 aufbewahrt werden, aus der Verwahrung ausbrechen oder die Anlage kompromittiert werden, müssen die Schlüssel ins Innere gebracht und die Tür geschlossen werden, bevor der hauseigene Sprengkopf des Standorts 62 aktiviert wird. Unautorisierte Entwendung der Schlüssel aus dem Testbereich ist ein hinreichender Grund für eine sofortige Terminierung. Eine Level 1 Freigabe ist Voraussetzung für den einfachen Zugang zu SCP-004-1. Für das Nutzen von SCP-004-2 bis 13 wird eine Level 4 Freigabe benötigt. Beschreibung: SCP-004 besteht aus einer alten hölzernen Scheunentür, SCP-004-1, und einer Garnitur aus 12 verrosteten Stahlschlüsseln, SCP-004-2 bis SCP-004-13. Die Tür stellt einen Zugang zu einer verlassenen Fabrik in Daten ausgelöscht. Geschichtlicher Verlauf: 2. Juli 1949. Eine Gruppe von drei Jugendlichen entdeckt die Tür während des unerlaubten Betretens von bundesstaatlichem Besitz nahe. Nach eigener Aussage entdeckten sie eine Garnitur verrosteter Schlüssel in einem eisernen Schließfach und fanden heraus, welche Tür die Schlüssel öffnen. Die Jugendlichen wurden in Gewahrsam genommen, nachdem sie Sheriff aufgrund des Verschwindens eines ihrer Freunde, SCP-004-1, CAS-01, verständigt hatten. 3. Juli 1949. Örtliche Behörden finden die abgetrennte rechte Hand von SCP-004-1, CAS-01 in 8 Kilometern Entfernung zu SCP-004-1. Weitere Körperteile von SCP-004-CAS-01 werden in einem Umkreis von bis zu 32 Kilometern um die Fabrik verteilt entdeckt. Im Verhör erzählen die verhafteten Jugendlichen den Behörden, dass direkt im Anschluss zum Öffnen der Tür mit einem der Schlüssel SCP-004-CAS-01 in mehrere Stücke gerissen wurde, welche sich anschließend in Luft auflösten. Zu diesem Zeitpunkt übernimmt die SCP Foundation die Ermittlungen. 4. Juli 1949. SCP-Agent erhält die Schlüssel von den örtlichen Behörden und beginnt mit der Überprüfung. Diese ergibt, dass SCP-004-2 bis 13 alle einzig und allein in das Schloss der großen verriegelten Tür passen. Es werden 12 D-Klasse-Mitarbeiter eingesetzt, um die Auswirkungen der Tür zu überprüfen. Von den 12 Testsubjekten, welche jeweils einen der Schlüssel verwendeten, um den Raum zu betreten, überlebten nur 2. Das Öffnen der Tür mit jedem Schlüssel außer SCP-004-7 oder SCP-004-12 hatte das multidirektionale Zerreißen des Testsubjektes zur Folge. Allerdings wurden die abgetrennten Teile erst später wiedergefunden. Zum Zeitpunkt der Niederschrift wurden lediglich 2 Teile eines jeden Subjektes geborgen. Mit Ausnahme des Subjektes, welches SCP-004 verwendete, dessen Überreste in nächster Nähe verteilt wurden. Alle weiteren Teile haben faktisch aufgehört zu existieren. Von den 2 überlebenden Subjekten kehrte lediglich eines, der Nutzer von SCP-004-7, unverletzt zurück. Das andere Subjekt kehrte in einem fast katatonischen Zustand zurück und war lediglich in der Lage, sich selbst aus dem Raum zu befördern, um anschließend auf dem Boden zusammenzubrechen. Es musste anschließend festgeschnallt werden, um sich am Auskratzen der eigenen Augen zu hindern. Siehe hierzu Appendix A: Auswirkungen auf die geistige Gesundheit durch SCP-004-12. Das Subjekt, welches SCP-004-7 verwendete, erzählte, dass er einen großen Raum betreten hatte, welcher mit seinen Ausmaßen unmöglich in das angeschlossene Gebäude passen könnte. Nach seinem Verlassen wurde SCP-004-1 aufgehalten und eine bewaffnete Gruppe aus Level 3 Mitarbeitern trat ein. Es ist unmöglich, die Größe des Raumes zu messen und der Türrahmen und die Individuen innerhalb des Raums sind der einzige Teil, der beleuchtet oder geführt werden kann. 16. Juli 1949. Die Jugendlichen, Verdächtigen und Sheriff werden terminiert. 2. August 1949 wird aufgrund von nicht explodierten Blindgängern zum Gefahrengebiet erklärt und Zäune werden errichtet, um ein Betreten durch Zivilisten zu verhindern. Es wird mit Versuchen begonnen, welche feststellen sollen, wie sicher es ist, sich der Umgebung hinter SCP-004-1 auszusetzen.
1. Dezember 1950. Raumzeitanomalien, welche durch Einwirkung von SCP-004 entstehen, werden bestätigt. Weitere Tests werden bis auf Weiteres ausgesetzt. 2. Juli 1990. Die vermissten Überreste von SCP-004-CAS-01 tauchen unerwartet außerhalb von SCP-004-1 auf. Obwohl SCP-004-CAS-01 Jahrzehnte zuvor getötet wurde, sind seine Überreste nicht verwest und fühlen sich noch warm an. Das Blut gerinnt nicht. Die Überreste werden für weitere Untersuchungen zurückgestellt. 4. Juli 1900. In ähnlicher Manier zu den Überresten von SCP-004-CAS-01 tauchen die vermissten Teile von einem der 12 ursprünglichen Testsubjekte auf. Diese Reste erhielten die Bezeichnung SCP-004-CAS-02. Aufzeichnungen legen nahe, dass sowohl SCP-004-CAS-01 als auch CAS-02 SCP-004 verwendet haben. 21. März 1999. Aufgrund der großen Verbreitung von Nuklearwaffen und dem Ausbruch des Dritten Weltkrieges in bereits Jahren wurde mit dem Bau einer Anlage innerhalb von SCP-004-1 begonnen. Die Anlage ist mit Vorräten auszustatten, welche für Personen und Tage ausreichen. 21. April 1999 ordnet den Ausbau der Anlage innerhalb von SCP-004-1 an. Diese soll fortan eine Notfallverwahrung für alle mobilen SCP-Exemplare sowie eine Petabyte große Datenbank für die Speicherung sämtlicher SCP-Daten enthalten. Die Einrichtung wird nun als Standort 62 bezeichnet. 25. September 2000. Standort 62 ist einsatzbereit. Labore und Verwahrungseinheiten sind fertiggestellt und können die gefährlichsten Exemplare verwahren. Es wurde mit dem Backup der SCP-Datenbank begonnen. 25. Januar 2001. Aufgrund von Zeitanomalien, siehe Abschnitt Raumzeitanomalien weiter unten, ist es erforderlich, dass alle Mitarbeiter, welche im Standort 62 arbeiten, permanent dort wohnen. Die Familien der Mitarbeiter werden darüber informiert, dass ihre Geliebten in einem Industrieunfall umgekommen sind. Für die Beerdigung wurden geklonte Körper bereitgestellt. 14. August 2003. Großer Stromausfall im gesamten Nordosten der Vereinigten Staaten und Kanada. Da mehrere SCP-Generatoren zunächst ausfielen, wurde Standort 62 für 53 Minuten nicht mit Strom versorgt. Während diesen 53 Minuten befanden sich alle innerhalb des Standortes in kompletter Dunkelheit. Das Personal berichtete davon, Kreaturen und Personen wahrzunehmen, obwohl keine abnormalen Entitäten sicht- oder fühlbar waren. Ausgewählten Mitarbeitern der Einrichtung wurde es erlaubt, zu lesen. Appendix A. Ihre Aussage war, dass die wahrgenommenen Geschöpfe von humanoider Größe waren, aber ansonsten der beschriebenen riesigen grünen Kreatur glichen. Raumzeitanomalie. SCP-004 scheint in der Lage zu sein, Raumzeitanomalien zu vermehren. Personal, welches den Standort verlässt, berichtet von Zeitverlust. Mitarbeiter, welche sich wochenlang im Standort aufgehalten haben, beharren darauf, dort nur einige Tage verbracht zu haben. Und Berichte über erledigte Arbeiten und verbrauchte Vorräte belegen diese Behauptung. Andere zeitliche Anomalien beinhalten SCP-004-2-13, insbesondere das Wiederauftauchen von SCP-004-CAS-01 und CAS-02 nach genau Jahren nach Verwendung von SCP-004 wurde damit beauftragt, alle Aspekte dieser Zeitanomalien zu untersuchen. Räumliche Anomalien beinhalten die unmöglichen Ausmaße des Gebietes, welches von SCP-004-7 geöffnet wird. In ähnlicher Weise legt der Stromausfall von 2003 nahe, dass sich innerhalb desselben Raumes, der durch Standort 62 eingenommen wird, eine alternative Ebene der Existenz befindet. Weitere Anmerkungen. Weitere Versuche mit SCP-004 haben gezeigt, dass 10 der Schlüssel SCP-004-1 in einer Dimension öffnen, in der sich die Gesetze der Physik und die Topologie signifikant von unserer Heimatdimension unterscheiden. Testsubjekte, die mit diesen unwirtlichen Zuständen in Kontakt kommen, werden auseinandergerissen und ihre Körperteile an unterschiedlichen Orten hinterlegt. Lediglich von 3 dieser Orte konnte nachgewiesen werden, dass sie sich auf der Erde befinden. Materialien, welche an 2 dieser Orte hinterlegt werden, tauchen unmittelbar auf. Materialien, welche am 3. Ort hinterlegt wurden, tauchen exakt Jahre in der Zukunft auf. Die anderen 7 Orte sind zum derzeitigen Zeitpunkt unbekannt. Gegenwärtige Versuche richten sich auf 2 Forschungszweige. Erstens das Entwickeln von Methoden, um die unwirtliche Topologien von SCP-004 zu überleben. Zweitens, Daten ausgelöscht. Deutet darauf hin, dass SCP-004-2-13 in der Lage sind, andere Türen als SCP-004-1 zu öffnen. Appendix A. Auswirkungen auf die geistige Gesundheit durch SCP-004-12. Alle D-Klasse-Mitarbeiter, welche SCP-004-12 verwenden, kehren in einem katatonischen Zustand zurück und sind nicht mehr in der Lage zu sprechen. Einige besitzen noch genug Kraft, um zu versuchen, sich die Augen auszukratzen.
Von den bisher 16 Subjekten haben lediglich 4 überlebt. Nur ein Subjekt konnte nach langwährender Psychotherapie widersprechen. Er war in der Lage, dem Psychiater zu berichten, dass er eine riesige grüne Kreatur gesehen hat, welche so gigantisch war, dass der Großteil des Körpers außerhalb des Sichtfeldes lag. Er berichtete von einer primitiven Angst und dem plötzlichen Wiedererkennen, Zitat, als wäre es etwas, das sich tief vergraben in seinem Urängsten wiederfindet, und der zwangsweisen Implantierung von unverständlichen Erinnerungen. Subjekt weist eine akute anterograde und retrograde Amnesie auf. Appendix B. Zusätzliche Informationen. Artikelnummer SCP-004-14. Entdeckungsdatum 2. September 1950. Herkunft des Objektes. Das Objekt wurde im bis dato unentdeckten Betriebsbüro der Fabrik gefunden. Beschreibung: Das Objekt sieht wie eine große, nicht lackierte Holzschachtel aus. Die Schachtel kann sowohl mittels des sicheren Schlüssels SCP-0047 als auch mit 5 der unsicheren Schlüssel geöffnet werden. Siehe Dokument SCP-0041. Mit dem Aufschließen von SCP-0014 durch SCP-0047 öffnet sich die Schachtel automatisch mittels Scharnieren. Das innere Volumen ist exakt 5-mal größer als die äußeren Ausmaße vermuten lassen. Artikel, welche in der Schachtel platziert werden, während der Deckel geöffnet ist, haben keinen Einfluss auf das Gewicht oder andere Eigenschaften der Schachtel. Wenn jedoch der Deckel geschlossen und abgeschlossen wurde, verschwinden alle Artikel unwiederbringbar. Mitarbeiter, welche in der Schachtel eingeschlossen wurden, bleiben ebenfalls verschwunden. Allerdings beeinflusst der Verlust von Personal auf diese Weise in maßgeblicher Weise die Träume von Daten ausgelöscht.